Hallo, mein Name ist GXX Shock. Sie kennen mich vielleicht noch aus meinen ersten Schwarz-Weiß-Schinken wie Die Rache der Turbo-Noobies. Komisch, dass er sich seine extreme Worker-Party hier mal ein bisschen auflöst. Ja, die wirklich scheiße, glaube ich. Ja. Gucken, ob jetzt endlich für Olli hier oben die versteckte Ex. Patrick ist jetzt auch unter 5000, 2000 an Mineralien. Hat auch nicht seinen Tag. Vier Fäuste für einen Attack-Move. Inject. Okay, da geht's. Inject. Kommt, ich hab den Overlord geinjected, erfolgreich. Attack-Move. Mach ich. Muss nochmal. Okay, wir haben's. Okay, weiter. Rein. Unten die mal Steuerung anklicken, die Eier. Die Eier. Oder heute grillen wir, morgen rösten wir. Oh, und das Surround. Oh, hier geht alle Hellions drauf. Vielleicht bin ich Ihnen aber auch aus meinen neueren B-Movies bekannt. Die Nacht vor dem Disconnect. Ja, und jetzt kann er hier komplett aufräumen, sollte eigentlich nichts mehr verlieren. Da ist nochmal ein Immortal, aber der wird direkt reingeblinkt und dann geht er. Und da ist die GG. Ah, nee, das war ein Observer GG. Und nicht zu vergessen, der Klassiker für eine Handvoll Minerals. Vier Linge auf dem Weg, kommen nochmal vier nach. Und jetzt weiß er Bescheid, jetzt muss er eigentlich nur noch warten, bis seine Dinge kommen. Eventuell einen Spinecrawler setzen, nochmal in seiner Mineral Line. Und dann ist er absolut sicher. Und da hat er mit ordentliches Micro vorausgesetzt, hat er das Spiel schon gewonnen, weil er einfach einen guten Macro-Vorteil hat. Absolut. So, und jetzt wird der Spinecrawler gesetzt. Schön auch das Pool-Placement hinter der Mineral Line. Ist er eigentlich relativ sicher dann auch. Kann der Pool nicht gesniped werden, nochmal ganz wichtig. Jetzt kommen hier die ersten Linge an, jetzt muss er noch ein bisschen denyen, mit seinen Workern ein bisschen umhermachen, um die Hedge fahren im Notfall oder halt hier direkt einen Mineral Walk machen. Oder bis zur letzten Probe. And he's kind of demolishing Ixlot's army right now. And he's trying to make a switch, going for a Spire and getting more and more Hydras. However, it might be too late. If this fourth base actually takes any real damage, if any drones go down here, Ixlot is gonna be in a hard place. That one Colossus is just saving the day here. Auf der Reaper-Bahn nachts um 12:30. So schön, wie die Drohnen hier versuchen, den Reaper zu erwischen, aber doch ein bisschen Mining-Time dadurch verloren. Und der geht jetzt doch in die Main. Und da haben wir nur eine Queen, aber auch die kann ganz gut an ihn rankommen. Schafft's hier? Na, nicht ganz. Der Reaper agiert zu clever. Die zweite Queen geht hier jetzt aber schon auf Abfangkurs. Das ist ja wie beim Football hier. Irgendwann wird der Reaper getackelt. Ja, die Queen tackelt ihn. Da aber geht er down. Ach, schön, wie er hinfällt und noch so auf dem Boden langstellt. So. Also die neuen Physikeffekte sind schon ziemlich awesome. Ja, auf jeden Fall. Also da macht Spaß zuzuschauen. Unvergessen sind natürlich auch Changeling in Spitzenhöschen. Jetzt gehen hier die Archons von der Seite ran. Können hier sogar den Bunker direkt rausnehmen. Und QXC gerade in einer schönen Position. Aber da kommt der Superstorm da auf den Chokepoint, den sich QXC eigentlich selbst gebaut hat hier. Und die vierte ist inzwischen wieder oben von State. Aber auch QXC versucht hier noch eine vierte zu nehmen. Aber die Archons, die verbinden sich hier direkt mit der Terran Army Superstorm hier an der Ramp. Der Herr der Detection, die zwei Türme. Oh man, my macro is so bad right now. I'll just go for a shit ton of stuff. Vielleicht kennen Sie mich aber auch als Paparazzo hinter den Pappkulissen folgender Filme. Blondinen bevorzugt. Ich bin GXX Shock für instarcraft.de und wir sind hier auf der DreamHack Open 2013 in Stockholm und mit mir ist XMG6 Lord. Das Bildnis des Benjamin Baker. So, some people have been saying that the layer might be holding people back, like because of the luxury you get. Do you think that's true or if that was a reason for holding people back, like because you now feel secure and stuff, like I kind of think of it differently. I think of it, I'm in this environment where, sure, it's a lovely environment to be in, but this could slip away at any point. Drei kleine Worte. Und dann eine Frage von MyStacks. Wer ist in deinen Augen der zurzeit beste Zerg? Und vorhin kam auch nochmal die Frage, wer ist dein Lieblingsspieler? Das hängt beides miteinander zusammen, also immer noch live auf jeden Fall. Und ja, hat mich, denke ich, auch in meiner Spielweise sehr inspiriert. Endstation Sehnsucht. Oder der Schatz der DreamHack Open.
Ich erwarte Ihre Antwort, Mr. Gehlen.